und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von mir. Heute zeige ich euch ein wunderschönes Bild, welches aus der neuen Karat Art Kollektion kommt. Erscheinungsdatum schreibe ich euch unten in die Beschreibung mit rein. Und ihr seht, der Karton liegt schon da. Karat Art. Sehr schön, sehr schön. Es ist noch alles eingeschweißt. Ne? Hier sieht man es ein bisschen. Die Kollektion finde ich sehr, sehr schön. Ich hatte insgesamt 3 Bilder, wo ich mir eins aussuchen konnte. Und ich konnte mich von zweien konnte ich mich nicht entscheiden. Das eine war nämlich eine Eule. Das hat mir so gut gefallen. Ganz, ganz ehrlich. Aber dieses Bild passt aktuell sehr, sehr gut zu mir. Das hat mich so angesprochen aus dem Herzen. Gerade auch so aus meiner Gefühlswelt, dass ich mir dann dieses ausgesucht habe. Ne? Ansonsten, ihr wisst, hey Eulen, bin ich sofort mit dabei, aber das musste es jetzt einfach sein. Es ist ziemlich groß. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal auf. Dann kann ich euch auch mal dann ein bisschen schon mal die Klappe zeigen und wie es aussehen wird, was euch erwarten wird. So, ich habe hier wieder meinen Skalpell am Start. So. Und so. Ja. Und wir machen mal hier die Klappe auf. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, denn ich habe mir gerade noch eine Nagelkur auf die Hände gemacht. Okay. Also, schaut mal. Und das hier ist nämlich unser Bild. Es heißt Garden und ist von Mahu Shouyu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wir haben die Größe 55 x 72 cm. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es in eckigen oder runden Steinchen sind. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir eckige Steinchen haben. Was mich natürlich sehr, sehr freut, weil Karat Art hat da einfach eine super Qualität. Wir holen jetzt mal alles raus. Ja, es ist eckig. Schon mal sehr gut. Der Karton kommt schon mal zur Seite. Und wir machen auf jeden Fall heute auch eine Filmprobe. Da habe ich wirklich sehr, sehr Lust dazu. Oh mein Gott, wie schön das auch schon wieder ausschaut. Na, da seht ihr schon mal. Einfach wunderschön. Das ist auch eine Leinwand, die glitzert. Und da haben wir nochmal die wichtigsten Eckdaten und das Bild. Und natürlich auch eine Itemnummer. Karat Art. Ich würde sagen, wir machen es mal. Wir rollen es mal direkt aus. Ich rolle es erstmal so rum aus, dass es auf meinen Tisch passt. Da erkennt ihr jetzt gerade erstmal nicht so viel. Wir legen es auf jeden Fall gleich noch auf den Fußboden. Aber da ist direkt noch was runtergefallen. Eins von den Goodies. Und wir holen erstmal alles raus, was wir hier so haben. Ja, eine wunderschöne Leinwand. Oh Gott, ich kriege richtig Lust dazu. Und wir werden das Bild auch wirklich anfangen, weil das wird mit eines meiner Jahresprojekte, was ich dieses Jahr schaffen möchte. Es wird kein Hauptprojekt. Ich werde es immer mal wieder so ein bisschen painten. Aber das Motiv ist mir einfach, ja, es liegt mir einfach am Herzen, weil ich sehe mich aktuell ein bisschen in dem Mädchen, was hier gezeigt wird. Okay, ich zeige euch erstmal die Legende. Da haben wir nämlich das Bild nochmal richtig schön zu sehen. Das ist so ein Mädchen im Garten in einem Kleid. Es weint und es schaut in den Himmel über so eine Brüstung. Wir haben hier auch schön Flieder und auch diese Blumen. Ich habe es vorhin noch gewusst, wie sie heißen. Vielleicht sage ich es euch später. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Bild. Wir hier im Hintergrund haben wir noch eine Pfingstrose. Und sie hat ja auch einen, glaube ich, Pfingstrosenkranz in den Haaren. Ja. Und es spiegelt mich gerade aktuell wirklich so ein bisschen wider. Warum und wieso? Ja. Wisst ihr, da rede ich nicht drüber.
Trotzdem wollte ich euch sagen, warum ich mir dieses Bild ausgesucht habe. Im Gegensatz zur Eule, weil normalerweise denkt man, hey, da ist eine coole Eule dabei, würde eigentlich Jule wählen. Ja, diesmal habe ich gesagt, nee, ich suche mir mal was anderes aus und dieses Bild, ja, das ist es dann geworden. Wir haben hier unseren schönen großen Stickerbogen. Wir haben hier eine Seite, da haben wir das Bild groß drauf. Das kann man dann super in sein Diamond Painting Logbuch reintun. Da steht dann auch nochmal, wie gesagt, Karatart, unser Händler, der Titel vom Bild und unser Künstler Maho Shoyu. Wir haben hier nochmal die Größe drauf, dass es eckige Steinchen sind, unsere Itemnummer und nochmal Let the Pleasure Begin, unser Karatart Slogan. Finde ich richtig, richtig toll. Und was ich auch sehr, sehr immer gerne mag, das wisst ihr, es gibt nichts Besseres für ein schönes Kitting-Up, unsere Legende als Sticker. Ne? Also sehr schön. Wir werden auf jeden Fall ein Kitting-Up mit diesem Bild machen. Und ja, ich freue mich drauf. Es hat auch sehr schöne, viele Blautöne mit drinnen. Oder mit einigen Blautönen. Und ein bisschen lila, auch sehr viel rosa. Ich habe es ja schon in letzter Zeit öfter erwähnt. Rosa ist eigentlich nicht ganz so meine Farbe. Aber irgendwie, wenn die ganze Bildkomposition stimmt, dann gefällt mir das auch. Und hier ist es einfach auch wieder so, dass ich sagen muss, es passt einfach. Es ist einfach, es spricht mich total an. Und jetzt so, wo ich die Leinwand vor mir liegen sehe, ja, freue ich mich umso mehr, dass ich mich für dieses schöne Bild entschieden habe. Ich mag Lieder, ich mag Pfingstrosen und ja, vor allen Dingen halt auch das Mädchen, um was es mir am meisten geht. Es passt einfach, ne? Es passt einfach und es ist ganz gut, dass ich das jetzt bei mir habe und dass ich das Bild dann auch painte. Ja. Das wird auf jeden Fall gepaintet. Was wir noch dabei haben, ist ein schönes, großes, breites Washi-Tape mit dem Karat-Art-Logo. Finde ich immer sehr gut. Ihr wisst, Washi-Tape kann man nie genug haben. Und wir haben auch wieder ein Herzdöschen mit ganzen drei Wachsblättchen mit blauen Herzen. Ihr wisst, ich liebe sowas. Wer eine kleptomanische Katze hat, der weiß, so ein Döschen ist einfach perfekt. Ich habe sehr viel Wachs, ich habe auch sehr viel von den Döschen, aber ich hebe sie einfach alle auf, weil es ist so schnell mal was weg mit so einem kleinen Monster, dass es einfach halt perfekt ist. Und so ein Döschen ist, wenn es halt doch mal runterfällt und die Katze damit spielt und wenn es dann nicht aufgeht, kann man das Wachs immer noch verwenden, was für mich das Gute ist. Weil ansonsten klaut die mir das Wachsblättchen, das liegt dann im Dreck, wird halt ordentlich hin und her geschoben und dann ist es dreckig. Dann sind da Katzenflusen dran und. Ich meine, wer tut schon jeden Tag oder dreimal am Tag saugen oder wischen oder sonst was? Sagen wir mal ganz ehrlich, ich versuche da wirklich hinterher zu sein, gerade wegen meinem Fellmonster, aber trotzdem, klinisch rein ist der Boden nie. Deswegen sind so Döschen einfach für mich top. Toolkit gibt es keines. Bei den Künstlerkollektionen von Karatart sind keine Toolkits mit dabei. Die Künstlerkollektionen werden ja eh meistens von Leuten bestellt, die ja doch schon das ein oder andere Mal gepaintet haben und ihre Sachen mit dabei haben. Man hat aber die Möglichkeit, wenn man ein Toolkit möchte, dass man das Toolkit extra separat mitbestellt. Das hat mehrere gute Gründe. Weil es ist A, ressourcenschonend. Wie viele Leute werfen diese Toolkits weg oder geben sie weiter oder brauchen sie einfach nicht. Für uns ist es billiger, weil halt das Toolkit nicht im Preis bei dem Kit mit berechnet ist. Ja, und wenn man es wirklich haben möchte, kann man es für kleines Geld extra separat mit dazu bestellen. Ist auch auf der Homepage bei den Bildern mit so ausgewiesen, ne, dass man da weiß, okay, hey, da ist kein Toolkit mit dabei. Wenn ich eins möchte, dann muss ich das separat bestellen. Ne, also das ist alles sehr schön transparent gehalten und finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ja, ich zeige euch jetzt auch schon mal direkt den Druck.
Und schaut mal, wie gestochen scharf der ist. Wir haben ein ganz kleines, zartes Raster, was ich ja total liebe. Ich mag es wirklich, wenn man ein bisschen ein Raster erkennt. Allerdings auch nur ganz fein. Weil gerade wenn man hellere Steinchen hat und man hat ein dunkles Raster darunter, kann es sein, dass es ein bisschen durchscheint. Das ist manchmal dann ein bisschen unschön. Wenn man halt nur so ein zartes Raster hat, fällt das halt gar nicht auf. Also muss ich wirklich sagen, absolut top. Wir haben Porot Glue, wie ihr seht. Wir haben unsere durchsichtige Folie drauf. Und wir haben eine riesengroße lange Schlange mit Steinchen. Insgesamt 67 Farben. Richtig, richtig gute Farbanzahl. Also ich bin sehr gespannt, wie dieses Bild wird. Und ich denke mal, mit dieser Farbanzahl kann es nur toll werden. Wenn ich mir das jetzt so angucke, wie es gepixelt ist, bin ich eigentlich schon komplett überzeugt. Ja, ich freue mich drauf auf dieses Bild. Ich freue mich wirklich drauf. Ne? Ich kann nicht jede Kooperation painten oder mindestens nicht gleich und so fort und was weiß ich nicht. Aber irgendwann suche ich mir doch ein Bild raus, wo ich sage, hey, das kommt direkt mit in den Bearbeitungsstatus mit rein. Und das wird bei diesem so sein. Das heißt, ihr werdet das auch an und wann mal sehen. Ja, spätestens wenn es irgendwann mal fertig ist in einer Review oder in einem, ja, was habe ich den Monat gepaintet und fertiggestellt und ja, na, also da kriegt ihr auf jeden Fall Updates dazu. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal die Steinchen an, bevor wir runter auf den Boden springen und uns die Leinwand nochmal komplett anschauen. Achso, ja, hoppala, jetzt bin ich an den Tisch gekommen. Ich wollte euch nochmal die Qualität der Leinwand zeigen. Na, das ist halt auch so eine wunderschöne, sehr hochqualitative Stoffleinwand. Sieht man hier wunderschön abgestippt und sie glitzert auch ein bisschen. Ich hoffe, man kann es durch die Kamera ein kleines bisschen erkennen. Durch die Kamera ist es manchmal schwierig, das so einzufangen, aber ich liebe solche Leinwände. Das ist auch so eine selbstglättende Leinwand, das heißt, da muss man gar nicht viel machen, falls da mal irgendwas ist. Diese Leinwände, wenn man sie einfach mal liegen lässt, die legen sich mit der Zeit von alleine flach. Ne? Ansonsten kann ich jedem raten, wie ich es vor kurzem auch schon mal im Video gezeigt habe, zieht einfach die Folie ein kleines Stück ab, nie komplett, und tut es einfach mit einem Schaber dann mal flachlegen. Das hilft auch immer sehr, sehr viel. Okay, aber jetzt kommen wir wirklich mal zu den Steinchen und ich bin da schon ziemlich aufgeregt. Ich hole euch noch ein bisschen runter, habe mich jetzt noch kurz hingesetzt, aber dieses komische Geräusch, das war jetzt mein Stuhl, den ich mir rangezogen habe. Wir werden allerdings noch ein Schiffchen brauchen. Nehmen wir mal ein neutrales. Wir nehmen mal hier so ein Mosfa-Schiffchen. Ta-ta-ta-ta. Und dann gucken wir uns die Steinchen an. Wir haben natürlich auch AB-Farben dabei. Die AB-Farben sind bei Karat Art immer hinten mit aufgeführt und haben hinter der DMC-Nummer noch ein AB. Und wir haben 7 Farben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, 8 Farben. Stimmt, wenn wir die 60 noch mit dazu haben. Bis zu 67 sind es 8 Farben. Und man erkennt auch schon, das ist eine schöne Auswahl von weiß bis blau, bis ein bisschen lila, dann so ein ziemlich dunkles. Ich bin gespannt. Wir gucken es uns auf jeden Fall an. Was richtig gut ist, eckige Steinchen und wir haben Harzsteinchen in Zipptütchen. Na, das heißt, wer auch kein Sortiersystem hat, der kann diese Sticker direkt auf die Tütchen tun und kann auch aus den Tütchen painten. Geht auch sehr gut. Ich zeige euch da mal was, was man da unter anderem machen kann. Zum Beispiel hier einfach in so ein kleines Dings da die Tütchen rein. Für mich ist das jetzt nur eine Zwischenlösung von Steinchen, die ich da mal reingemacht habe. Aber uns geht es jetzt hier darum. Und ich würde sagen, wir machen mal Lärm. Wir packen unsere Steinchen mal aus. Und schauen mal, was wir da so schönes drin haben. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Interessantesten, nämlich mit unseren AB-Steinchen. Falls ihr euch wundert, warum ich AB sage, ich finde es für mich einfach schöner auszusprechen als AB. Ich sage ja auch Aurora Borealis. Ja, deswegen sage ich AB-Steinchen. Wenn ihr aber auch mal AB hört, das ist, da ist dasselbe gemeint. Das sind diese schönen Steinchen mit diesem Glitzerüberzug. So ein bisschen das Glitzern und Leuchten
von den Nordlichtern wiedergeben sollen. Und ihr seht, wir haben auch eine wunderschöne Farbauswahl von Mint bis hin zu Hellblau, ein bisschen, was mich sehr freut, eher so ein bisschen Tielfarben, Weiß, richtig schönes Dunkelblau, ein Rosa, ein dunkles Lila und ein helles Lila. Wir gucken uns jetzt einiges mal an. Wir schauen mal, wie stark elektrostatisch die Steinchen geladen sind. Wenn sie nicht so stark geladen sind, umso schöner legen sie sich auch im Schüppchen. Ich glaube, hier bei dieser Farbe könnten wir recht Glück haben, dass es einigermaßen gut geht. Ne? Ein Steinchen ist trotzdem rausgefallen. Wenn so Steinchen aus dem Schüppchen hüpfen, dann spricht das auch dafür, dass die Steinchen elektrostatisch geladen sind. Genauso wie solche, die dann einfach halt kleben bleiben, egal wie man das neigt. Aber diese sind ein bisschen geladen, aber nicht zu sehr. Und ihr seht, wie schön die Steinchen in den Rillen liegen. Das ist traumhaft. Und das ist eine sehr, sehr schöne Farbe, ein schönes, helles Blau. Und auch die AB-Steinchen sind aus Harz, was ich sehr, sehr gut finde. Ihr wisst, ich bevorzuge Harzsteinchen sehr. Auch Harzsteinchen können sehr viel Ausschuss haben. Aber im Endeffekt, wenn man die schlechten Harzsteinchen aussortiert und wirklich nur die guten legt, dann hat man einfach ein super Ergebnis bei seinem Bild. Und wenn es wirklich mal so ist, dass ihr viel Ausschuss habt bei Steinchen, oder egal ob das jetzt Harz- oder Acrylsteinchen sind, sortiert sie aus, wendet euch an den Händler, sagt, hey, ich hatte eine schlechte Charge, macht notfalls ein Bild davon. Ich musste sehr viel Zeug aussortieren. Könnt ihr mir Ersatz schicken. Bei wirklich guten Händlern ist das absolut kein Problem und dann bekommt ihr auch Ersatz geliefert. Na und Karatart zählt da eindeutig mit dazu. Also scheut euch da nicht, einfach den Support anzufragen. Schlechte Chargen bei Steinchen können immer mal vorkommen. Das ist einfach so. Ist halt eine maschinelle Herstellung. Ne? Dann haben wir hier die 775. Das ist eine richtig tolle Mintfarbe. Die liebe ich auch total, sowohl als AB als auch ohne AB-Steinchen oder halt in der normalen BNC-Nummer. So eine richtig schöne pastellige Farbe. Hier sind die Steinchen ein bisschen stärker elektrostatisch geladen, merke ich gerade. Aber auch hier geht es ganz gut. Ja, schauen wir mal, wie schön sie sich legen. Und auch hier glitzern und funkeln die Steinchen wie ein Träumchen. Wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Dann kommen wir mal direkt zum Weiß. Das ist die klassische 5200 in AB. Diese Steinchen schimmern ja dann dadurch, dass sie weiß sind. Meistens eher so ein bisschen rosa, aber auch nur ganz zart. Da sehen wir es. Haben wir jetzt ein bisschen viel Steinchen nur so zum Zeigen reingetan. Na, aber ihr seht diese tolle Qualität. Und oh mein Gott, ich bin immer so obsessed, also so begeistert, wenn ich ein neues Bild mir anschaue. Und wir haben Zipptütchen, wir können uns die Steinchen anschauen. Und vor allen Dingen, wenn ich weiß, ich habe heute ein bisschen Zeit, um ein Probepainting zu machen. Eine Painting-Probe sozusagen. Und, oh Leute, haltet euch fest. Das ist die Farbe 3844 und ich liebe sie. Das ist auf jeden Fall eine Farbe. Wenn ich die jetzt so sehe, da weiß ich, da muss ich mir einfach mal gucken, dass ich mir die in Harzqualität einfach ein bisschen auf Lager mal irgendwo bestellen kann. Muss ich mal bei dem Händler meines Vertrauens mal nachfragen, ob sie da sind. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Es gibt so viele gute Anbieter. Meine erste Anlaufstelle ist immer unsere liebe Pichu. Wenn ich mal selber noch was brauche. Aber, oh Gott, auf die Farbe freue ich mich richtig, richtig gut. Und auch hier wieder schöne Harzqualität vom Feinsten. Kommen wir zu 820. Das ist ein schönes royales Königsblau. Auch hier haben wir einen schönen AB-Effekt.
Und da seht ihr es schimmern. Und es schimmert nicht nur blau, es schimmert auch ein bisschen lila und ein bisschen grünlich. Gerade bei dunklen Farben muss man da manchmal ein bisschen aufpassen, dass dann auch wirklich noch die Farbe als selbes noch ein bisschen zum Vorschein kommt. Gerade bei schwarz oder bei dunklen Farben. Ich hatte es schon in einem anderen Video mal erwähnt, der sogenannte Scheißhausfliegen-Effekt. Ja, weil wenn ein Schwarz nicht mehr wie ein Schwarz wirkt, kann das gewählt platziert richtig gut ausschauen. Ne? Aber wenn man wirklich ein Schwarz haben möchte, sollte man keine schwarzen AB-Steinchen zum Beispiel verwenden. Sondern halt schwarze AB-Steinchen wirklich nur für, ja, zum Beispiel für einen Schriftzug, wo man weiß, okay, da passt das jetzt genauso dahin. Ich würde zum Beispiel nie ein Auge mit schwarzen AB-Steinchen umrahmen, wenn ich eigentlich, ja, schwarz haben möchte. Okay, dann haben wir hier dieses schöne Lila. Das ist etwas hellere. Auch hier, das funkelt sehr, sehr schön. Das ist eher so ein dunkles Fliederlila. Das ist die 208, auch eine sehr bekannte Farbe. Die hat man ziemlich oft mal mit dabei. Und dann haben wir noch ein rosa und ein dunkles Lila. So, das ist das rosa. Finde ich auch sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie das wirkt. Ich muss sagen, was mir hier gerade gefällt, dass der AB-Effekt nicht allzu krass ist. Man sieht, dass es einen AB-Überzug hat, aber es kommt noch sehr viel von der eigentlichen Steinchenfarbe mit zum Vorschein. Man hat eher so ein subtiles Glitzern und Glänzen. Aber sehr schön. Bei dem dunklen Lila wird es jetzt schon wieder ein bisschen anders. Da finde ich, haben wir wieder einen sehr starken AB-Effekt. Das ist nämlich die 550. Man sieht es schon ein bisschen. Da ist nämlich der Glitzerüberzug, der wirkt nicht lila, sondern der wirkt halt wirklich so blau-grünlich. Und je nachdem, wenn man Pech hat, wirkt es dann nicht mehr wie ein Lila. Aber es sieht sehr, sehr gut aus und ich bin mal gespannt, wie diese Steinchen dann eingesetzt sind. Wir haben hier auf jeden Fall, gerade hier sehe ich schon ein paar weiße AB-Steinchen. In ihren Tränen haben ein paar blaue AB-Steinchen und auch im Auge ein paar weiße AB-Steinchen. Ich bin gespannt, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Bild. So, wir gucken uns noch ein paar andere Steinchen. Ich hole jetzt mal nicht die komplette Range hier raus, aber ich habe hier gerade eine Farbe gesehen, die muss ich euch zeigen. Die 3808, das ist so ein richtiges schönes dunkles Petrolgrün. Das ist auch absolut meine Farbe. Ich denke, das wird garantiert in den Blättern ein bisschen vorkommen. Sieht sehr, sehr schön aus. Und hey, guck mal, da hat sich ein rosa blinder Passagier mit eingestrichen. So, wo warst du drin? Wo warst du da drin? Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal so ein richtig schönes, knalliges Rosa. Oder fast schon Pink. Das ist schön. Das geht schon in die Richtung Pink. Das ist übrigens dieselbe Farbe, wie wir hier auch als AB haben. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass sich da Karatart überlegt hat, okay, wir machen jetzt nicht einfach alle Farben von der 3607 als AB, sondern wir machen nur ein paar vereinzelte Stellen in der Farbe, in AB, und den Rest lassen wir normal, weil das zeigt einfach, dass man da wirklich mitgedacht hat, wie man die AB-Steinchen am besten einsetzt. Ich liebe AB-Steinchen, aber wenn man es übertreibt oder AB-Steinchen einfach nicht in die Aufnahme passen oder in die Stelle, dann kann es manchmal dann halt auch ein bisschen das Bild zerstören. So, und hier haben wir die Farbe, die wir uns vorhin schon als AB angeschaut haben, nochmal als normale DMC-Nummer. Schaut mal auch hier, die glänzen und glitzern. Wunderschön, dadurch, dass wir Harzsteinchen haben. Die Steinchen sind ein bisschen elektrostatisch geladen, aber nicht zu sehr. Das seht ihr auch, weil sie sich sehr schön im Schiffchen legen lassen.
Ich erwähne es ja immer mal wieder, wenn Steinchen elektrostatisch geladen sind und ihr habt vor allen Dingen solche Zipptütchen, macht euch einfach ein kleines Trocknertuch oder nehmt ein Trocknertuch, schneidet euch da ein kleines Witzelchen ab oder auch zwei, tut es mit ihr in die Tüte rein und dann einfach schütteln und ein bisschen rumkneten und es hilft wirklich richtig, richtig gut. So, wir hatten die 41 und die 41 kommt dann wieder da rein. Ja, was gucken wir uns noch für eine schöne Farbe an? Nehmen wir mal ein Lila, oder? Okay, halt da. Die 336, das ist ein richtiges schönes dunkles Blau. Ich glaube, das kommt sehr viel im Himmel dann mit vor. Das sieht auch sehr schön aus. Ihr seht auch, da haben wir hier ein kleines bisschen Trash mit dabei. Das passiert, aber das ist ja nicht schlimm. Ansonsten seht ihr, die Steinchen sind sehr schön gleichmäßig groß. Sie glitzern toll, sie legen sich schön in das Schiffchen rein, sodass man halt auch super mit dem Mehrfachsetzer arbeiten kann. Also schon mal sehr gute Voraussetzungen, um ein Bild schön zu legen. Falls man dann doch so ein bisschen einen kleinen Monk hat, so wie ich. Wobei mein Monk ist ein bisschen größer als ein kleiner Monk. Der ist halt doch schon ein bisschen ziemlich arg riesig. Dann haben wir hier die 11. Das ist so ein schönes Flieder. Schaut es euch an. Das sieht wirklich sehr schön aus. Und das sind unsere Steinchen. Und auch hier glitzern und glänzen sie wieder sehr, sehr schön. Irgendwie macht mir das jetzt Lust, so eine Farbe mal auf den Nägeln zu tragen. Am Wochenende werde ich mal wieder wahrscheinlich Farbe auf die Nägel draufhauen. Mal schauen, welche Farbe es wird. Vielleicht geht es ja dann auch in die Richtung. Und es wird was ganz anderes. Ich weiß es noch nicht. Ich nehme es mir erstmal vor. Heute gab es nur eine Nagelkur, reicht auch aus, muss auch sein. Ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir uns ein paar Steinchen angeschaut. Ich werde jetzt mal nicht alle kompletten 67 Farben durchgehen, weil das würde sonst das Video springen. Ich habe ja gesagt, ich möchte heute mit euch noch eine Paintprobe machen. Und ja, deswegen kommen jetzt hier unsere Steinchen, unsere AB-Steinchen, die wir nach draußen liegen haben, mal wieder in unsere Wurst mit rein, weil ich möchte euch natürlich auch die Leinwand im Kompletten zeigen, dass ihr mal das Bild in der ganzen Pracht sehen könnt. Ich glaube, das ist eh immer das Interessanteste an der ganzen Sache. Jetzt machen wir das erstmal zu. Übrigens, unsere Itemnummer steht auch hier auf dem Steinchen mit drauf. Und wir springen mal ganz kurz runter auf den Fußboden. Und da haben wir nochmal dieses wunderschöne Bild Garden aus der Hopes and Dreams Kollektion. Und ich finde es so wunderhübsch. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Wir haben oben in der Mitte wieder Let's Pleasure Begin stehen mit dem Karatart Logo. Unsere erste Legende beginnt oben rechts und geht runter. Und dadurch, dass wir so viele Farben haben, geht es fast bis ganz nach unten, aber nur fast. hier in der Mitte haben wir nochmal die Homepage stehen, www.karat.art. Dann hier nochmal unsere Angaben zum Bild. Und von links unten auch nochmal eine schöne, ausführliche Legende, wo man wirklich alles sehr gut erkennt. Hier seht ihr auch nochmal den Druck. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert davon. Ich bin am Überlegen, wo wir unsere Paintprobe machen. Ich glaube, ich beginne da oben rechts. Ja. Und das werden wir jetzt auch machen. Ja, die Kollektion mit dem Namen
Hopes and Dreams, also Hoffnungen und Träume. Und ich glaube, dieses Bild passt genau richtig. Ja, zu den Namen der Kollektion. Und ich finde es einfach nur sehr traumhaft. Ich würde sagen, wir springen wieder an den Tisch und bereiten mal unsere Probe-Painting-Runde vor. Und schon wieder sind wir am Tisch. Heute ohne Lightpad, weil wir haben recht schönes Licht. Ja, ich werde jetzt nicht mit Covermind arbeiten, sondern wirklich mal mit unserem Washi-Tape, was wir hier zur Verfügung haben. Ich mache hier nur einen schmalen Streifen, dass ich nicht zu viele Farben rauskramen muss. Das liegt einfach auch daran, dass ich, wie gesagt, noch kein Kitting abgemacht habe. Und ja, nicht so viel kramen und rascheln muss. Macht ja auch Lärm. Und wir haben immer genug Lärm schon bei uns hier im Video, wenn ich irgendwas auspacke oder rumraschel. Deswegen habe ich mich jetzt mal dazu entschlossen, dass wir jetzt mal dann jetzt diesen Streifen heute kleben. Und da kam ein Hustenreiz. Ich weiß nicht, ich habe heute so ein Kribbeln im Hals. Ich weiß nicht, warum und wieso. Ich sollte mein Lineal auch noch richtig rumlegen. Ja, so ein perfekter, verplanter Juletag heute irgendwie. So. Und ich nehme jetzt mein Lineal und mein Skalpell und schneide mir jetzt hier meine Folie so zurecht, dass ich sie einfach abziehen kann. Ich werde auf jeden Fall mal die Klinge jetzt wirklich mal wechseln müssen. Aber das geht sehr gut. Gut, Entschuldigung, schon wieder das Räuspern. Ich habe mir jetzt hier meine Legende mal hingelegt. Und jetzt gucke ich nochmal, welche Farben ich mir jetzt erstmal so raussuchen werde. Ein paar Farben haben wir ja hier. Also wirklich gut gepixelt, ne? Also man hat an einigen Stellen ein kleines bisschen Color Blocking, aber man hat kein großes Color Blocking, ne? Also man hat hier wirklich schöne, viele Farbwechsel. Und deswegen bin ich auch sehr überzeugt, dass das wirklich sehr gut rauskommen wird. Wir fangen mal hier an mit unserem Anker. Wo haben wir unseren Anker? 67 Farben, da muss man immer erstmal ein bisschen gucken. Ich bin blind. Schon verrückt. Da, die 24. Die 24 ist unser Anker. Müsste dann irgendwo hier sein. Da, dann haben wir die 4. Die 4 ist auch die Nummer 4. Wir haben übrigens auch wieder keine Nummer 9 dabei, dass man die 6 und die 9 nicht vertauschen kann. Das finde ich auch sehr gut. Dann haben wir hier so einen kleinen Pfeil, der nach oben zeigt. Also jetzt zeigt er nach unten, aber ich habe das Bild auf den Kopf gedreht. Deswegen die 28 zeigt nach oben. Und die haben wir hier. Ja, viele schöne Blautöne. Dann haben wir hier noch das E. Und das ist die Nummer 15. Dieses Lila. Das reicht jetzt, glaube ich, erstmal aus. Mal unser Wachs, was hier mit dabei ist. Ich habe zwar da drüben noch ein anderes liegen, aber da müsste ich aufstehen. Da bin ich jetzt gerade zu faul dafür. Ja, ich werde in meinen Stift jetzt noch mal ein bisschen Wachs nachladen, weil das hat gestern schon nicht mehr ganz so funktioniert, wie ich es wollte. So. Ich habe heute wirklich einen Frosch im Hals, das ist irgendwie uncool. Ich glaube, ich mache mir dann einen Tee. Das E brauchen wir jetzt nur dreimal.
Und wir legen unsere ersten Steinchen. Ja. Sehr traumhaft. Ich bin auch froh, dass ich heute ein bisschen Zeit habe. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwo in der Nähe noch eine Pinzette liegen? Ja, da. Pinzette nehmen wir mal auch mit dazu. Das ist bei mir einfach immer so, wenn ich noch irgendwas korrigieren möchte. Oh, hier ist gerade jemand mit dem Motorrad langgefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ja, jetzt wird es ja schön. Jetzt holen die Leute ihre Maschinen wieder raus. Okay, und jetzt machen wir hier gleich noch die einzelnen. Die 28. Ich habe die 27 statt die 28 rausgesucht. Aber die 27 brauchen wir dann hier hinten. Also nehmen wir nochmal die 28. So, wo haben wir sie? 29. 28. Da haben wir sie. Oh, ist auch ein schönes Blau. Bei Karatartbildern nutze ich übrigens kein Washi-Tape hier am Rand, weil dieser Überstand von unserer Klebeschicht so gering ist, dass man hier eigentlich kaum was draufkleben muss. Was auch wieder für eine sehr gute Qualität spricht. Und wisst ihr, was wir noch machen? Wir machen unseren Autofokus noch mit aus. Auch eine schöne Idee, ne? Ja. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Bild. Wir machen dann auch ein kleines Zeitraffer, dass wir hier das komplette Feld noch füllen. Das will ich euch jetzt am Ende des Videos natürlich nicht vorenthalten. Und dann bin ich gespannt. Auf jeden Fall ein Motiv, was wir dann hoffentlich an und wann mal sehen werden. Wird jetzt kein Motiv an dem ich sage, okay, das wird jetzt mein Hauptprojekt. Da setze ich mich jetzt dran und ich bleibe jetzt so lange dran sitzen, bis es fertig ist. Aber es wird auf jeden Fall ein Projekt, was ich ja regelmäßig mit euch painten möchte. Oder mindestens dran painten möchte und euch dann auch immer mal wieder einen kleinen Fortschritt präsentieren möchte. Ob das jetzt hier auf YouTube ist oder auf Instagram oder TikTok. Das werde ich sehen. Ich nutze ja die anderen zwei Portale manchmal ein bisschen. Jetzt nicht so hauptbevorzugt wie YouTube. YouTube ist einfach mein liebstes Medium. Aber Instagram und TikTok versuche ich auch an und wann doch auch mal ein bisschen mit zu füllen. In letzter Zeit ein bisschen weniger, aber ich hoffe, das kommt dann auch bald wieder ein bisschen vermehrt. Aber YouTube ist einfach so meine Lieblingsplattform, um euch Sachen zu zeigen oder mit euch zu kommunizieren. Es ist einfach für mich was sehr Beruhigendes hat, die Videos für euch zu drehen. Und ja, ich nehme mir halt auch wirklich sehr viel Zeit dafür und sehr viel Ruhe. Und genau das, dass ich mir halt so die Zeit dafür nehme und halt auch viel Zeit dafür brauche, das tut mir gut, ne? Dass es halt nicht so was Schnelles ist, so was Hektisches, sondern wenn ich ein Video mache, sowohl das Drehen als auch dann das Schneiden, das Rendern, Thumbnail erstellen und, das braucht halt alles seine Zeit. Und es tut mir gut, weil das ist halt ein Prozess, der da entsteht. Ne? Macht ein bisschen mehr Arbeit als andere Plattformen, aber es ist einfach das, was mir am meisten Spaß macht und vor allen Dingen auch gut tut, muss ich wirklich sagen. Das ist halt für mich dann wirklich so ein bisschen mit mein liebstes Hobby, weil es wie das Diamond Painting mich nicht so sehr stresst. Es würde mich jetzt stressen, wenn ich sagen würde, okay, ich muss jetzt, ne? Aber dadurch, dass ich ja immer sage, es kommt dann Content so, wie es mir am besten passt, mache ich mir damit auch keinen Druck. Ne? Und dadurch tut mir das wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Aber ich werde mir jetzt wirklich einen Tee machen.
Ich weiß nicht, was für ein Froschstock mir gerade im Hals sitzt, aber ja, keine Ahnung. Ich meine, aus einem Frosch kann ja auch ein Prinzen werden, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt einen Frosch im Hals habe, der sich dann zu einem Prinzen entwickelt. Meine, wer will seinen Prinzen schon im Hals sitzen haben, ne? ja, schon wieder komische Gedanken. Aber ja. Gedanken schweifen lassen und. Das kann ich einfach gut. Und da vor allen Dingen halt auch, ja, komische, krude Ideen und Zusammenhänge. Das bin ich. Ja, ihr seht, die Steinchen lassen sich super setzen. Wir haben hier auch keine Lücken. Ich arbeite nicht mit Lightpad. Ihr wisst, ich liebe Lightpad. Und wenn ich jetzt weiter painten würde ohne euch, würde ich jetzt wahrscheinlich auch das Lightpad nehmen. Aber ich wollte euch natürlich auch zeigen, dass man bei guter Qualität nicht immer unbedingt ein Lightpad braucht, wenn man jetzt nicht gerade Probleme mit den Augen hat. Aber hier erkennt man alles sehr schön. Ne? Sowohl mit als auch ohne Lightpad. So wie es einem halt am liebsten ist. Das ist wirklich gut. Als nächstes hätten wir dann die 4. Setzen wir jetzt noch ein paar Steinchen und dann würde ich sagen, springen wir schon mal direkt ins Zeitraffer. Damit wir jetzt das Video auch nicht in sonst was für eine Länge ziehen. Muss ja auch nicht sein. Das machen wir dann beim nächsten Paint with Me mal. Mal schauen, mit welchem Bild. Stehen ja jetzt noch einige an. Lasst euch da überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich da sehr, sehr darauf. So. Und ihr merkt auch, wenn ich hier die Steinchen so setze, na, dieses schöne Klicken, wenn sich die Steinchen in die Lücken fügen, das ist halt auch das, was ich bei Harzsteinchen total mag. Und wenn man halt auch im Schachbrettmuster arbeitet. Nichtsdestotrotz kann ich euch auch wirklich sagen, die Steinchen haben so eine super Qualität, dass man auch ganz problemlos mit Mehrfachsätze arbeiten kann. Also mit 4er-Sätze. Weiß nicht, ob wir das mal schaffen zu demonstrieren. Manchmal ist es dann halt auch der Vorführeffekt, dass es dann bei mir nicht klappt. Wir machen das jetzt mal hier. Einen 4er. Und ihr seht, das sieht sehr, sehr gut aus. Und schon wieder hat mich die Sucht gepackt. Am liebsten würde ich jetzt ein Kitting abmachen. Aber auch heute ist es so, dass ich sage, erstmal wird ein Bild fertig gemacht, bevor ich hier komplett ein neues anfange. Paintprobe ist für mich jetzt nicht ein Bildanfang. Das Bildanfang, das fängt bei mir wirklich an mit einem Kitting ab und mit einer größeren Fläche, die ich painte. Paintprobe ist halt, ja, so ein kleiner Anfang sozusagen, der halt aber auch jetzt nicht viel Arbeit benötigt. Ihr wisst, meistens mache ich meine Paintprobe irgendwo, so wie jetzt halt auch, an ein Eck, wo ich nicht so viel Farben habe, einfach nur, um euch zu zeigen, ja, wie die Qualität der Steinchen ist, weil genau darum sollte es ja bei einer Paintprobe gehen. Okay, ihr Lieben, wir springen zu unserem Zeitraffer und sehen uns dann gleich wieder, wenn unser kleines Eck hier gefüllt ist. Ba-da-ba-ba-ba, ba-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 
So schaut es jetzt aus und ich meine, das Ergebnis, es spricht wieder für sich. Die Steinchen liegen wunderschön und glitzern und funkeln. Wir haben ja auch schon ein paar AB-Steinchen, nämlich die dunkellilanen. Und die passen hier wirklich sehr, sehr gut rein. Ich bin begeistert und ich kann es kaum erwarten, wenn wir demnächst mal mit dem Bild irgendwann mal das Kitting abmachen und mal eine etwas größere Fläche painten. Ich finde es einfach nur richtig, richtig toll. Ich werde mir jetzt hier meine Tütchen, die ich jetzt hier noch so rumliegen habe, dann mal wegräumen. Ich lasse das jetzt erstmal da in unserer riesengroßen Tüte so drin. Und ja, wenn wir mal ein bisschen mehr Zeit haben, machen wir da ein schönes Kitting ab. Von dem schönen Garten. Also ich finde es einfach sehr, sehr toll, dieses Bild. Hat auch wirklich jetzt Spaß gemacht zu legen. Wie gesagt, man kann auch super schön mit Mehrfachsätzen arbeiten. Habe ich zwischendrin auch ein bisschen probiert. Allerdings war mir dann doch mehr nach Schachbrettmuster. Deswegen habe ich dann gerade hier hinten, wo ich ein bisschen Colorblocking von der 17 hatte, eher mit Schachbrettmuster gearbeitet. Und das klappt so schön. Es ist nichts toller, als wenn man dieses Ploppen hört, wenn man Steinchenlücken füllt. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Schreibt mir das doch sehr gerne mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall sehr schöne Qualität, kann ich nur raten. Und was ich euch nochmal zeigen wollte, schaut mal, für alle, die natürlich auch ein bisschen Konfetti mögen, ist dieses Bild einfach ideal. Wir haben da wirklich viele schöne Farbwechsel, manchmal auch kleine Stellen von Color Blocking, aber wirklich auch nur kleine Stellen. Ich zeige euch mal hier nach drüben den Flieder. Auch da haben wir schön viele Wechsel. Also ich bin mal gespannt, wie dieses Bild wird. So, ihr seid jetzt wieder oben auf meinem Stativ drauf. Die Bootsfahrt ist sozusagen zu Ende. Ja, außer freien Handfilm ist manchmal halt auch nicht so leicht, das dann halt auch ordentlich zu machen. Und wie gesagt, auch wenn wir jetzt hier nur so ein kleines Flächlein hatten, hatten wir trotzdem ganz schön viel verschiedene Farben mit dabei. Die 16, die hat man nicht mit dabei, die ist einfach mit rausgerutscht, als ich hier mir meine Tütchen rausgekramt habe. Dann haben wir hier noch die 15. Auch noch mit rein. So, 310 haben wir auch übrigens dabei. Allerdings nur ein kleineres Tütchen. Abi kommt gleich mit oben hin. So, 27, 28. Haben wir dann irgendwo hier mit. 25, 26. Ein bisschen gucken, dass manche gleich ein bisschen noch in der DMC-Reihenfolge bleiben, weil das ist dann beim Kitting Up viel praktischer, finde ich jedenfalls, als wenn man da sich erst noch irgendwie großartig hin und her suchen muss. So kann man dann wirklich Reihe für Reihe seine Steinchen nämlich einsortieren. Das mag ich immer sehr gern.
Deswegen liebe ich das, wenn wir Zipptütchen haben, die einfach auch nach dem C geordnet schon gleich so herkommen. Ja, ich weiß nicht, da kommt irgendwo so ein bisschen der kleine Ordnungsfanatiker, mindestens so einer, wie ich gerne sein wollte. Ansonsten bin ich eher so dieser Chaosmensch. Ja, zum Vorschein. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt auch einen kleinen Code zum Sparen bei Karatart. Den stelle ich euch unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr darüber bestellt, bekommt ihr einen schönen Rabatt. Und ja, ich bekomme auch ein bisschen was, weil es ein Affiliate-Link ist. Das heißt, ihr könnt mich damit auch ein kleines bisschen unterstützen. Was natürlich auch immer sehr gut ist, um hier unseren Kanal ein bisschen weiter zu erhalten. Und ja, ich bin jetzt fertig mit meinem Video, werde es jetzt dann auch heute, glaube ich, noch schneiden und rendern, sodass ich es dann hoffentlich morgen hochladen kann pünktlich. Und ja, bis dahin. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hat das Video euch gefallen? Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.